Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Cursor Eye of Isis. Und ich habe ja am Ende des letzten Parts ein bisschen rumgepöpelt und wusste nicht so recht, was ich machen soll. Habe jetzt Offcam nochmal ausprobiert und ja, eigentlich mehr oder weniger zufällig rausgekriegt, was ich machen könnte. Zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich bin nämlich eigentlich so versehentlich gegen diese Säule hier gerannt. Das macht doch bloß nicht das, was soll. Jawohl. Die können wir nämlich unter die Tür schieben. Dann haben wir so ein bisschen entweder nach links oder nach rechts. Ja, sonst kommen die nie mehr durch die Tür durch, weil die Säule im Weg steht. Passt auf. Mal gucken, dass die richtig positioniert. Müsste gehen. Wann wir der wissen. Und. Jawohl, läuft. Und da dürfte ich auch noch dran vorbeikommen. So, jetzt haben wir das Artefakt dabei. Boah, das war ja so klar. Aber die scheinen jetzt ein bisschen weniger abzukönnen. Oder ist es die Schrote? Ich weiß es jetzt nicht. Nicht dabei. Schweinerei. Sollte trotzdem ein bisschen sparsamer mit der Moon sein. Weiß jetzt bloß gerade nicht. Hier, these pages from the journal will help. Was? Na, dann gucken wir doch mal, was da drin steht. Hallo? Heute betreten wir endlich das Grab. Seit Jahren warten wir auf dieses Ereignis. Und die Ausgrabungsarbeiten der letzten paar Monate waren wohl auch die anstrengendsten. Meine Frau und ich werden seit fast 2000 Jahren die ersten Menschen sein, die ihren Fuß hier hineinsetzen. Wer weiß, welche Schätze uns erwarten und welches Wissen. Es übersteigt jede Vorstellungskraft. Dies sollte der große Tag unseres Lebens sein. Wir sind jedoch völlig allein. Ich finde kaum die Worte, um zu erklären, was heute hier geschah. Doch ich muss meine Gefühle zügeln, wenn diese Aufzeichnungen wissenschaftlichen Wert haben sollen. Wie hierzulande üblich, hat alles seinen Preis. Deswegen konnten wir genügend Einheimische als Helfer bei der Öffnung des Grabens gewinnen. Trotz der Befürchtungen, die sie anfangs hegten. Die abgestandene Luft stammte direkt aus der Hölle. Ich habe... Ja, Hölle. Doch ich habe Zeit meines Lebens nicht Süßeres gerochen. Unkomischen Geruchssinn. Naja. Wir haben alles, was wir aus dem Grab des Seth retten konnten, konserviert und treffen nun Vorkehrungen für die lange Reise nach Hause. Diese Aufgabe wird durch Gerüchte von merkwürdigen Geschehnissen, die anscheinend in den Dörfern kursieren, erheblich erschwert. Ich kann nicht leugnen, dass sich die Unruhe in der Gruppe breit macht. Vor allem Joseph und Clarissa wollen so schnell wie möglich zurück nach England. Ja, ich habe mal das denn gelesen. Das ist gut. Hast du zufällig jetzt einfach, weil du bist ja jetzt hier spornt. Vielleicht ein bisschen Mund oder mein Freund. Er hat zumindest das Zeug bei für den Flammenwerfer. Das ist auch nicht doof. Aber wir haben ja keinen Flammenwerfer dabei. 23 noch für Dings. Schrot geht uns langsam aus. Das ist nie gut. Das ist gar nicht gut. Dann haben wir bloß noch Bolzen. Ich hoffe, uns gehen die Waffen nicht aus, sonst müssen wir echt auf den Basic umschwenken. Nee, da geht's nicht rein. Ich werde den Basic wahrscheinlich echt mitnehmen. Aber auch nichts. Dann muss ich tatsächlich da runter. Ja, dann muss man eher an Abdu vorbei. Ich nehme den Basic gleich noch mit. Und dann heißt es halt mal wieder zur Not bei den Gegnern New Holz. Ne? Wollte auch eigentlich gar nicht speichern. Ich wollte. Jawohl, das wollte ich. Zack. Drin ist er. Ich glaube, ich werde mal auf den switchen, weil wir haben echt nur 23 Pfeile und die Waffe ist, glaube ich, gerade noch so voll. Ja. Wie schon die. Dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen in den Nahkampf gehen. Wenn man wissen soll, dann hätte ich natürlich den Flammenwerfer lieber mitgenommen statt des anderen. Grüß.
Dies passt nicht. Hallo? Willst du mich nerven hier? Hä? Leute, ich bin verwirrt. Die wollen mich hier fertig machen. Einfach nur fertig machen. Was ist das da? Nur eine Wandmalerei oder sowas. Okay. Ja, dann muss doch irgendwo anders. Da irgendwo. Hier ist nichts weiter. Okay. Dann muss doch das hier hinten weitergehen. Aber wo? Schlag was mit die Wand ein. Egal. Bringt bloß nichts. Da, hahaha, alles da. Das hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Jetzt geht's. Da steht wahrscheinlich gleich ein Eingewickelter wieder dahinter. Ah, das kann ich schieben. Aber ich gucke mich trotzdem erstmal um hier. Wir haben ja wir haben ja ein paar Einbuchtungen, aber ich habe keinen Schimmer, wo ich irgendwas eingesammelt, wo ich das erkennen könnte. Nö. Da gibt es eine Abbildung, wie ich das schieben muss. Au. Ich komme nicht weg. Ach, jetzt muss ich mir das Menthol leider nehmen. Das ist ein bisschen nervig. Da habe ich ihn davon noch. Na, warte ich lieber noch ein bisschen. Aber die Energie sackt jetzt schon die ganze Zeit. Das ist natürlich lästig. Oder täuscht das? Ich kann es gerade nicht sehen. Nur echt ein Auge drauf haben. Wo kriege ich denn jetzt raus, wo ich das hinschieben muss? Das muss wahrscheinlich einfach zueinander passen, zu den Säulen, die da... Ja, das sagt die ganze Zeit so Mist. Also doch mal eins nehmen. Ich hoffe mal, ich mache nichts verkehrt. Die Bilder müssen halt ein Stückchen näher, ja. Die Bilder müssen halt zusammenpassen, die Säulen. Aber das schade, dass ich da nicht hochgucken kann. Jetzt sehe ich's. Aber erkennen kann ich es immer noch nicht. Kannst du mir vielleicht das mal irgendwie anzeigen, was ich dafür. Passt das zusammen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es echt nicht sagen. Hä? Ich schieb das mal auf die Seite. Vielleicht kann ich dann die Tür besser sehen. Was da drauf steht. Aha. Nö. Bringt jetzt auch nichts. Vielleicht passt das besser zusammen. Leute, ich weiß es nicht. Irgendwo eine Kennzeichnung, wo das draufsteht, was das für ein Code ist. Ich guck mal auf das Schild. Vielleicht kann man da was erkennen. Also ich sehe, boah, das ist zu klein, das kann ich nicht erkennen. Aber warum blinkt mich das immer noch an? Seltsam. Ist noch hier, jo, das ist gut. Irgendwo eine Bezeichnung, wo mir das markiert ist drauf. Also da muss halt die Säule, schätze ich einfach mal, unter den richtigen kaputten Abschnitt
Und die Hieroglyphen müssen halt, und dann ist es ein Buch. Nee, das hat echt keine Bedeutung. Aber hier, das kann ich mir ein bisschen genauer angucken. Ist mir bloß nichts erstmal. Also, den müssen wir halt ein bisschen rumpöbeln. Bis das raus haben. Heißt, ein bisschen Säulen hin und her schieben. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wo welche hinkamen. Muss ich ernsthaft gestehen. Hier ist ja nichts irgendwie angegeben. Ist auf dem Boden irgendwas erkenntlich? Auch nicht. Ich sehe nicht mal die andere Säule wegen der hier vorne. Ey. Das ist ja Wahnsinn. Ah, da ist die zweite. Ich mache sowas ganz Plumpes. Ich mache es mal links und rechts. Nehme die Tür rein. Ein Stückchen wieder dahin. Na, sie juckt. Verdammt. So, vielleicht passt es ja jetzt rein. Jo. Hier auch kein Geräusch. Und ich kann auch leider nicht auf die Entfernung erkennen, ob das dieselben Symbole sind, dieselben Hieroglyphen. Also, wo schon ein Ankh drauf ist, muss wahrscheinlich nicht noch einer rein. Also, hier oben bei den beiden hat man ja ein Ankh. Na gut. Dann schiebe ich das Ding tatsächlich mal wohin, wo kein Ankh zu sehen ist. Jetzt zumindest auf die Entfernung. Und das sieht mir nach dem nach vorne aus. Ah, das war's wohl nicht. Sonst noch. Ah, Leute, ich hab's. Also Auge, irgendwie so ein Schildkröte mit sehr langen Beinen. Gott, das kann man ja wirklich nie sehen. Also das mit dem Ankh-Auge und wenn so ein dreiteiliges Ding muss und dann ein Ding, wo auch ein Auge mit zu sehen ist. Oh, das sieht man so schlecht. Das ist. Gott. Ich muss das erstmal wieder hierher vorschieben, dass ich überhaupt sehe, was da drauf ist. Nein. Also Sonne, was auch immer. Ankh-Sonne. Scheint mir echt der hier zu sein. Der scheint schon mal korrekt zu sein. Können wir den mal vergleichen, wenn ich es drin habe? Man kann durch die Kamera eben nicht so frei drehen. Ja, das passt aber irgendwie nicht. Nee, das sieht mir nicht danach aus. Da sind noch ein paar Rätselbilder, seht ihr das? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wo ich den Text gelesen habe. Ach Gott. Hier hinten kann ich echt so gar nicht erkennen und die Kamera, die schwenkt halt auch nie um. Dass man da vielleicht ein bisschen besseres Bild drauf hätte. Aber nö. Schwierig. Also das mit der Schlange, das Ding ist es, glaube ich, nicht da, wo wir jetzt gerade stehen. Nee, definitiv nicht. Der ist falsch. Der passt auch nicht.
Den kann ich nicht erkennen. Das ist so Käse. Nee, das ist es nicht. Das Symbol hier, die Reihenfolge ist schon fast richtig, aber ein bisschen anders muss es doch noch. Ich kann bloß nicht erkennen, wo. Doch oben auch eine Sonne. Ah, ich mach mal was. Was ich in dem ganzen Spiel noch nicht gemacht habe. Vielleicht sehe ich dadurch ein bisschen mehr. Ja, es geht besser. Bisschen zumindest. Das wird jetzt ein Rumgepöbel hier, Leute. Also ich brauche, ich gehe mal nach dem Sonne und was ist das zweite Symbol von oben? Das kann ich so null erkennen. Die Schlange ist es nicht. Definitiv nicht. Also der hier ist verkehrt. Okay. Gucken, wie ich den hier drin habe. Ja, nee, der dürfte es auch nicht sein. Ah, das ist halt auch so bescheuert zu erkennen. Leute, ich mach das mal auf, bis ich das rausgefunden habe, weil ich sehe es so schlecht. Ich muss fast an den Fernseher rankrabbeln. Also, wir sehen uns dann, wenn ich die Lösung von dem Rätsel habe. Sehen wir uns wieder im nächsten Part. Macht's gut. Ciao.